Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 21. Januar. Heute haben wir dabei Facebook Community Actions, Facebook LOL, Snap und DJI. Ja, beginnen tun wir mit Facebook. Die haben hier in Amerika, also ich bin gerade in Los Angeles, deswegen hier gerade in Amerika, die haben hier die Facebook Community Actions rausgebracht. Das ist eine Funktion, die Petitionen ermöglicht. Also Leute tun sich zusammen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen und dieses bei der Stadt oder beim Staat einzureichen. Eine schöne Idee. Interessant ist es dabei zu gucken, wie Facebook damit umgeht, wenn diese Idee halt auch missbraucht wird. Also wenn das Petitionen für, ja, weiß ich nicht, rassistische Sachen sind oder ähnliches. Von daher auf jeden Fall sehr interessant. Wir halten natürlich weiter ein Auge drauf und gegebenenfalls kommen wir nochmal drauf zurück im Daily. Ob die Funktion nach Deutschland kommt, ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, denn Petitionen in Deutschland funktionieren irgendwie, glaube ich, nicht so richtig. Was auch nicht so richtig funktioniert, das sind Facebook-Produkte für junge Leute. Die hatten mal Watch, dann hatten die Lasso und IGTV fällt auch in dieses Raster. Alles nicht so, was so richtig gut läuft. Und jetzt testet Facebook derzeit Facebook LOL, also Laughing Out Loud. Das ist wirklich ein Produkt. Und da hat Facebook lustige Videos gesammelt, GIFs und Memes und klassifiziert die in Kategorien For You, Animals, Fails, Pranks und noch mehr. Das zieht das sich aus dem Newsfeed von Meme-Seiten, die populär sind auf Facebook, und spielt das entsprechend aus. Derzeit ist das Produkt in einer privaten Beta mit 100 Highschool-Schülern in Amerika. Und Facebook hat das auch confirmed. Und ja, ob das Produkt wirklich rauskommt, ist eine andere Sache. Und ob es dann auch nach Deutschland kommt, ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Aber auch hier, wir halten ein Auge drauf und informieren euch. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Welt das braucht. Ja, Facebook-Konkurrent Snap, die hatten wir auch schon mehrmals im Daily mit der Information, dass wieder jemand aus der Führungsetage gegangen ist. Und es war letzte Woche wieder soweit, der CFO ist gegangen und jetzt kommt raus, dass auch der Head of Human Resources gegangen ist und der Head of Global Security. Ja, also immer mehr Leute gehen. Jetzt muss ich mal zusammenkriegen nochmal. Man blickt ja schon gar nicht mehr durch. Der Security Manager Francis Rassiopi, der wurde gebeten von CEO Evan Spiegel, doch zu gehen, denn der hatte wohl einen Vertrag rausgegeben an eine Firma mit einer Frau, mit der er eine Affäre hatte. Dann hat er sich von der getrennt, dann hat er den Contract wieder weggenommen und ja, ihr merkt schon, ein großes Hin und Her. Und viele von dem IPO, als Snap an die Börse gegangen ist, sind nicht mehr in der Führungsetage, die damals da waren. Das sind keine guten Nachrichten und ja, was soll ich dazu sagen? Ähnliches könnte ich auch sagen, was soll ich dazu sagen, was bei DJI rausgekommen ist. Denn die haben einen Korruptionsfall. Ja, DJI hat bekannt gegeben, dass sie intern Investigationen gestartet haben und Korruption zu einem Verlust von 150 Millionen Dollar im Financial Year 2018 führen konnten. 40 Leute sind involviert, eventuell sogar bis zu 100. Und ja, es wird weiter geforscht, geguckt und sie gehen gegen die Korruption intern vor. Und ja, es ist schon beeindruckend, dass DJI, eine chinesische Firma, sowas macht. Denn man denkt ja einfach, dass es eher so gang und gäbe bei denen. Also auch da, wenn Neues rauskommt, dann erfahrt ihr es hier bei uns im Daily. Tja, und das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Montag, habt eine tolle Woche, bleibt positiv und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.